Hey ho und damit herzlich willkommen zurück hier bei Ni no Kuni 2 mit mir, dem Scherbenklang. Ja, da sind wir. Wir waren hier zuletzt am Leuchtturm, waren dann ein bisschen enttäuscht, dass wir da gar nicht reingehen können, ne? War echt ein bisschen traurig, aber wir haben ja hier einige Missionen erfüllt. Und zwar haben wir hier in Goldorado mehrere Aufträge erhalten, dass wir halt mehr Monster besiegen sollen. Ich glaube unter anderem drei Plasma-Skelette hießen sie, glaube ich, noch hier so ein besossenes Monster. Unten in der Ecke, hier genau, bildmittig kann man sagen. Da saß auch noch so ein besessenes Monster rum. Die haben wir jetzt besiegt und jetzt haben wir, denke ich mal, einige Aufträge erfüllt. Und ich hoffe, dass wir dann damit hier dann auch die Talente dann anwerben können für unsere Stadt oder unser Königreich beziehungsweise. Würde ich sagen, wir wechseln einmal kurz zu den Reisepunkten. Dann würden wir uns einfach hier mal nach Colorado hinbeamen. Hier nach... Na, wo können wir denn hingehen? Vor dem Casino? Wo viel Platz? Mit dem roten Tor. Wir gehen erstmal dahin. Fangen wir von Anfang an an. Ja, wir müssen auch unter anderem noch irgendwie grünen Zwirn besorgen. Da weiß ich noch gar nicht, wo es den gibt. Wir müssen, glaube ich, auch noch irgendwie verschiedene andere Sachen erledigen. Aber ich glaube, wir haben schon einiges dann hier geschafft. Schauen wir mal. Was ist jetzt hier nochmal mit dem Jungen? Hatten wir das jetzt hier schon erfolgreich oder noch nicht? Hey! Ah, okay, wir haben das geschafft hier, genau. Wir haben das Brodelmagma erledigt. Ihr habt es wirklich geschafft. Danke dafür. Ich würde mich jetzt wirklich gerne in eurem Königreich niederlassen. Ich hoffe, deine Waffen werden irgendwann alle Einwohner beschützen. Bitte gib dein Bestes für unser Königreich. Thanks. Ich soll euch diese Bitte abschlagen. Vielen Dank für alles, Chef. Sehr gerne, Kleiner. Ich feuer dich von hier aus an. Und wir haben unser nächstes Talent. Ist auch für die Waffenwerkstatt zu gebrauchen. Ja, cool. Jetzt haben wir hier noch zur Diamantina, hieß sie, glaube ich. Genau. Und die können uns halt so einen Zauber beibringen. Eine Art Brückenzauber, damit wir hier Brücken über große Abgründe erschaffen können. Damit wir da irgendwas erhalten, was hier die Dame aus dem... Weil ich das gruselige Dame hier aus dem Archiv benötigt. Und wir sollten hier drei Aufgaben halt... drei Aufgaben für sie halt erledigen. Das wird eine ganze Weile, glaube ich, dauern, bis wir das gemacht haben. Und die Diamantina sieht auch ein bisschen traurig irgendwie aus, ne? Du hast so geknickt mit dem Kopf nach unten. Ja, und wir sollten halt hier für sie diese drei Plasma-Skelette erledigen. Das ist natürlich leicht, wir haben es geschafft. Und wir haben sie, wie versprochen, erledigt. Echt, wir würden nicht lügen. Wir haben eigentlich gar keinen Beweis, ne? Wir kommen einfach nach ein paar Tagen wieder. Ja, wir haben drei Skelette besiegt. Beweis? Nö, aber wir haben die besiegt. Verspreche ich dir. Die Sterne haben vorausgesagt, dass ihr euer Versprechen halten werdet. Du hast deine Ehrlichkeit bewiesen. Ich werde wie versprochen in dein Königreich kommen. Das ist toll. Vielen Dank, Diamantina. Und da haben wir auch unser nächstes Talent hier. Diamantina. Genau, wir brauchen diesen Zauber Brücke. Du möchtest die Brücke meistern, oder? Der Zauber ist aber nicht einfach und benötigt etwas Vorbereitung. Wie wäre es, wenn du für unsere Magieforschung arbeitest? Wir haben ein großes und gut ausgestattetes Labor. Oh, das sollte kein Problem sein. Mit der richtigen Ausstattung kann ich den Zauber schnell vorbereiten. Schick, gehen wir schnell nach Minneapolis. Unter Königreich ausbauen kannst du die Erforschung von Brücke in Auftrag geben. Sehr schön. Wenn ich jetzt automatisch dahin gehe? Nee, das ist gut. Ich werde ein bisschen hier bleiben. Kann ich da irgendwie... Ah ja, doch. Ich kann hier hin. Eine Rolle naturbelassenes Tuch. Okay. Aber ich würde, glaube ich, noch mal kurz mit ein, zwei Händlern sprechen wollen. Ob die diesen grünen Zwirn vielleicht verkaufen für die eine. Könnten die nämlich auch gleich noch mitnehmen. Moment, lag da was? Ah ja. Also wir kriegen hier zwar überall Zwirn, aber das ist überall der falsche. Das ist hier roter und irgendwie keine Ahnung. Nicht der, den wir brauchen hier. Eine Knobelerbse.
Was ist denn eine Knoblauch-Erbse? Ist das eine Mischung aus Knoblauch und Erbse? Wahrscheinlich, ne? Gibt's ja eh so ungewöhnliche Sachen. Kieselstein. Oh, jetzt sind wir gerade ein bisschen tief gefallen. Na gut, ist dann halt so. Dann laufe ich jetzt erstmal wieder weiter nach unten. Schon geschwind hier unterwegs, ne? Was genau, ein Knopf? Oh, hier ist nämlich noch so eine Händlerin. Was hat die denn hier vielleicht zu verkaufen? Schade, die hat diese Chili. So ein anderes Zeug. Ich würde aber, glaube ich, noch mal ein paar Sachen hier auch kaufen wollen. Drei Chili. Einfach vier Wecker. Engelsträne. Da hätte ich schon ein paar mehr von, aber... Das kostet 3000 Gold, ne? Machen wir jetzt einfach mal. Kraut kaufe ich Nummer 4. Haben wir da eine schöne Zahl. Okay, die hat sonst nichts weiter. Ah, Karte war hier. Ich weiß nicht, warum ich vertue mich da immer. Das andere ist ein Essensladen. Das andere, ja gut, da können wir eigentlich... nichts in der Art machen. Reisepunkte. Okay, also grünen Zwirn kriegen wir dann wohl leider noch nicht. Dann würde ich erstmal noch zum Versteck der Luftpiraten zurückkehren. Vielleicht können wir da ja noch ein paar Talente einsacken. Ich werde mal schauen. Dann würde ich heute so ein bisschen mein Königreich bearbeiten. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und wir sehen schon, es gibt hier mindestens eine Person, die können wir uns schnappen. Vielleicht auch mehr. Na, eine Person gibt es. Das sollten wir hoffentlich hinkriegen. Wer ist denn das? Der hier? Ach, Boris. Das war einer der Piraten. Ja, okay. War Even? Ich... hallo, wer warst du gleich nochmal? Also ich bin... Also ich heiße Boris und ich hätte da... Er rennt panisch von uns entfernt. Oder von uns weg. Hack, ich kann's nicht, ich kann's nicht, ich bring's nicht raus. Hey, warte doch mal, was sollte das? Weg ist er. Auftrag angenommen. Wir sollen den verfolgen. Machen wir. Den finden wir gleich wieder. Aber vorher vielleicht noch ein paar Gegenstände hier mitnehmen, die hier überall rumliegen. Das ist auch so fies, ne? Man hat dann irgendwie immer Lust, diese Sachen mitzunehmen. Kann irgendwie gar nicht anders. So der innere, wie sagt man, so der innere Monk sagt man auch, ne? Hat einfach so diesen Drang und diesen Zwang danach, das muss alles auch mitgenommen werden. Könnte alles nützlich sein. So, ist da vorne auch noch was? Naja, siehst du mal. So, wo muss ich denn jetzt hier lang? Hier runter. So. Der Boris ist jetzt hier irgendwo hingerannt. Den müssen wir gleich wahrscheinlich suchen. Ich glaube, der ist hier nach unten, ne? Ich glaube, wir haben mittlerweile 20.000 Kieselsteine. Ach, guck mal. Sind ja ein paar von denen. Ein paar Gnuffis sind hier. Das ist ja witzig. Kann ich mit den einen sprechen? Oder nur mit dem einen hier? Ja, ich glaube, ich kann nur mit dem einen sprechen. Andere sieht nicht so richtig aus, wenn ich ehrlich bin. So, das nochmal eingesackt hier. Hui. Jetzt schützen wir einfach so einen Tod. Spielende. Was ist denn der Boris? Da vorne steht er, ne? War es doch Boris, ne? Ja, das war er. Ah, da kann er jetzt auch nicht mehr wegrennen. Kann nur noch runterspringen, aber das wird er nicht tun. Hoffe ich. Even, hast du mich verfolgt? Aber natürlich. Ist doch sonnenklar, dass du etwas auf dem Herzen hast. Deshalb bist du mir extra nachgelaufen? Klar, was wolltest du mir denn sagen? Du hast angefangen mit, ich hätte da.
Ehrlich, aber du hast doch bestimmt was Wichtigeres zu tun. Also ich wollte dich fragen, ob du... Er rennt schon wieder weg. Ah, ich kann nicht, ich kann nicht, ich schaff's einfach nicht. Das ist jetzt viel zu peinlich. Jetzt ist er schon wieder weggerannt. Ihm nach. Das ist ja ein Typ, ey. Dann schaue ich mal kurz beim Händler, ob es hier vielleicht diesen grünen Zwirn gibt, aber ich glaube nicht. Was gibt es denn hier eigentlich zu kaufen? Spiel? Ist das Spiel abgestürzt? Nein! Das gibt's doch nicht. Scheiße. Ja, hey ho und damit herzlich willkommen zurück hier bei Ni no Kuni. Mir ist gerade das Spiel abgestürzt. ich muss mal gucken, ob ich das nachher irgendwie zusammengeschnitten bekomme. Ich hoffe. Ansonsten habt ihr jetzt nicht ganz so viel verpasst. Allerdings haben wir hier schon die Dalmatiner als Talent angeworben. Wir hatten hier noch die Gegenstände eingesammelt. Und genau, wir hatten noch die andere Person da, den kleinen Jungen, den Boxo, glaube ich, hieß er. In der Schmiede hier oder in der Rüstungswerkstatt, den hatten wir auch schon angeworben. Und wir haben hier gerade noch diesen Boris angesprochen. Aber ich denke mal, ich habe das nachher irgendwie dann so zusammengeschnitten. Ich hoffe, ich krieg's hin. Bin ja nicht gut drin, ich mache immer One-Takes in dem Sinne. Deswegen. So, und hier ist der Boris, der ist ja gerade weggelaufen vor uns hier. Der stottert auch ein bisschen und der traut sich irgendwie nicht, um sein Anliegen uns weiterzureichen. Mal gucken. Even, hast du mich verfolgt? Ja, aber natürlich, es ist doch so unklar, dass du was auf dem Herzen hast. Deshalb bist du extra nachgelaufen? Yes. Ja klar, was wolltest du mir denn sagen? Du hast angefangen mit, ich hätte da. Ehrlich, aber du hast doch bestimmt was Wichtigeres zu tun. Also ich wollte dich fragen, ob du... Ah, ich kann nicht, ich kann nicht, ich schaff's einfach nicht, das wird viel zu peinlich. Jetzt ist er schon wieder weggerannt, ihm nach. Ja, den Typen hier einzufangen, ist glaube ich nicht so einfach. Der rennt hier scheinbar jedes Mal vor uns weg. Im Händler hatten wir ja gerade schon geguckt und da war das Spiel abgestürzt. Ich versuch's jetzt nochmal. Ah, diesmal geht's. Da ist mir der vorhin abgeschmiert hier. Der hat hier leider gar nichts, was wir gebrauchen können. I'm proud of these wares, lad. I'll be seeing you around. Ja, wo ist Boris jetzt wohl hin, ne? Der ist bestimmt nach oben gerannt, ne? Versuchen wir ihn mal hier wieder einzusammeln hier. Wo ist er denn wohl hin hier? Also ich denke mal, er ist jetzt irgendwo ganz oben hier auch unterwegs. Wir hatten ihn ja gerade auf dieser mittleren Ebene gefunden hier. Auf der hier quasi. Dann ist er jetzt ja gerade weggerannt. Ich denke mal, er wird jetzt hier irgendwo sein. Könnte natürlich wahrscheinlich auch einfach den Auftrag da an der Dings markieren. Dann brauchen wir den ja gar nicht suchen. Tagebuch, das ist dann ja langweilig. Er rennt jetzt bestimmt hier rum, ne? Nee, Moment, darum. Boris? Kein Boris hier. Ach, guck mal, die haben ja auch feine Bogen. Das habe ich jetzt erst gesehen. Interessant. Gleichzeitig haben sie Schusswaffen auf ihren Schwalbatrossen. Ein bisschen merkwürdig. Könnten auch so ein Standgeschütz dahin bauen. Oder das sähe vielleicht auch ein bisschen brutal aus. Ja, wo ist der Boris denn jetzt hier? Hab den gerade nicht gesehen. Ich weiß, wo er sein könnte. Wer da nicht ist, dann schaue ich doch mal, ob ich den da nicht irgendwo finde. Worum muss ich da? Hier lang, ne? Da ist er. Siehst du, ich habe ihn gefunden. Wir gehen einmal kurz die Sachen hier einsammeln. Eine Spatzenfeder schon wieder. So, Boris, jetzt kommst du mir nicht mehr hier rausgerannt hier. Wie lange willst du mich denn noch quälen? Lass mich doch einfach in Frieden.
Aber ich kann doch nicht als König einfach wegsehen, wenn jemand in Schwierigkeiten ist. Erzähl mir doch, was los ist. Du kannst mir vertrauen. Ja, also ich würde dich fragen, ob... Jetzt spuck's endlich aus. Ob du mir hilfst. Ja, weiter. Na. No. Ich halt's nicht aus. Lass mich in Ruhe. Boris, wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Ich dachte, du würdest mir vertrauen. Der Typ ist ja großartig. Ist der so krass schüchtern? Das ist ja der Hammer. Da muss ja auch schrecklich für die Person selber sein. Da oben ist er. Ich hab dich gefunden. Jetzt aber, Boris, jetzt erzähl mir eigentlich, was du willst hier. Ah, guck mal, Shanti ist jetzt auch dabei. So, mein Lieber, jetzt kommst du nicht mehr raus. Was, Shanti, du auch noch? Ihr werdet wohl mich nicht in Ruhe lassen, bis ich es ausgespuckt habe, was? Boris, jetzt nimm dich ein bisschen zusammen und erzähl uns, was los ist. Wir wollen dir doch noch helfen. Also gut, ich sehe es ein. Ich stelle mich meinem Schicksal wie ein Mann. Männlich. Ha, das klingt doch gleich viel besser. Also, ich habe eine Bitte an dich, Even. Ich wollte fragen, ob du mir hilfst. Ja, was denn jetzt? Ob ich dir helfe? So. Ob du mir hilfst, einen neuen, schönen Acker anzulegen in Minneapolis. Ein Acker? Oi. Genau. Ich kann einfach nicht so gut mit Leuten umgehen wie Pierre und ich bin auch nicht so stark wie Carlo. Ich bin als Luftpirat eine ziemliche Niete, aber ich will trotzdem etwas Nützliches für euch alle tun. Da habe ich mir gedacht, es gibt doch eine Sache, in der ich gut bin. Und das ist Ackerbau? Genau, das macht mir so schnell keiner was vor. Und frisches Gemüse kann wirklich jeder gebrauchen. Boris, ich finde, das ist eine prima Idee. Natürlich helfe ich dir dabei. So jemand wie du fehlt uns noch in Minneapolis. Thank you very much. Vielen Dank, Even. Du wirst sehen, mein Gemüse ist das Beste. So, da fällt aber eine schwere Geburt hier. Fast 16 Minuten lang haben wir den jetzt hier verfolgt. Bis er dann endlich aufgehört hat, wegzurennen hier. Gut, dann würde ich sagen, dann kehren wir doch hier mal nach Minneapolis zurück. Und widmen uns jetzt hier wieder ein bisschen dem Aufbau unseres Reiches. Ach ja, ich muss dann hier auf den... Ach Moment, da gibt es ja noch mehr. Was ist das hier alles? Da sind zwei Leute da vorne. Was habt ihr hier? Oi! Even, Even, hol einen Arzt, schnell! Mit Pia stimmt was nicht. Aber was ist denn jetzt schon wieder los? What? Was? Was ist denn passiert? Wie mutet euch? Warum ignoriert ihr mich? Wollt ihr, dass ich erst vor euch auf die Knie falle? Hm. Was geht hier vor sich? Was ist mit Pia los, Carlo? Ich fordere ein Messen der Kräfte, ein Duell zwischen Helden und Recken auf Leben und Tod. Was ist denn mit ihm los? Ah! Ein Arzt, schnell! Oh. Jetzt beruhig dich doch erstmal, ganz ruhig. Du musst erstmal woanders hingehen, die Leute gucken ja schon. Was ist denn mit ihm los? Okay. Oi there! Was soll das Gebrüll, Carlo? Man hört dich am ganzen Palast. Ja, stimmt. Hier ist irgendwie komisch. Der leuchtet so. Ah, welch Hühne betritt da den Saal? Er und kein anderer soll es sein, an dem ich meine Klinge messe. Kann es sein, dass der besessen ist? Listen here. Was ist? Hast du einen auf den Deckel bekommen, Pierre? Du warst schon die ganze Zeit, Boss. Was soll ich bloß machen? Ich verstehe, da gibt's nur eins. Ich zeige jetzt mein altes Hausmittel von meiner Oma. Batz. Genau das. Verprügelt er den Arm. Oh Gott. Arme Pierre. Ja. Alle Achtung, Boss, an dir ist echt ein Arzt verloren gegangen. Vor allem Arzt. Mit der Holzhammer-Methode. Ah. Ah, Pierre hat sich einen Satz heiße Ohren eingefangen. Was hat er jetzt nur wieder ausgefressen? Warten. War ich die eben doch woanders? Ach, nee, jetzt sag bloß nicht, du kannst dich ja nichts mehr erinnern. Was hat now? Hä? Wie, an was soll ich mich erinnern können? Hat war ich doch noch in der Schotterruine, wo dieser neue Eingang aufgetaucht ist. Wollte nur mal nachsehen, ob da vielleicht was Wertvolles rumliegt.
Und mehr weiß ich nicht mehr. Was Wertvolles? Ey, der Boss hat doch gesagt, dass alle Beute brüderlich geteilt wird. Ja, ist ja gut, mir leid. Ich hätte sowieso alle... sowieso nach ein paar Metern schon die Hosen voll und bin umgekehrt. Seit wann gibt es denn in Schotterruinen überhaupt einen Eingang? Jetzt ist er schon wieder besessen. Er sprechet nicht als Lügenworte. Oh nein, er hat einen Rückfall. Er drang ein gutes Stück in das Labyrinth hinein, bevor ich ihn fand und Besitz von ihm ergriff. What? Das Labyrinth? Besitz? Was hast du mit Pierre gemacht? Das Labyrinth ist ein verfluchtes Verlies, das sich in der Tiefe unter den Ruinen erstrecket. Ich bin der Geist eines Kriegers, der dort ruht. Mein Name ist Pierre. Huh? Das klingt ja fast wie Pierre. Ich habe mir diesen Körper... Ich habe mir den Körper dieses Mannes geliehen. Das ist ein gesunder, kräftiger Körper. Man sich einen besseren kaum wünschen kann. Warum willst du dich mit Carlo und Zorn duellieren? Freilich, um meine Kraft zu erproben. Bedenke, dies ist mein erster Körper seit 2000 Jahren. Ah, doch nun genügt der Worte. Ich muss seine Majestät Ra mir zur Hilfe eilen. Oh, come on! Nix da, hier geblieben. Mit unserem Pia gehst du nirgendwo hin. Unseres Wissens gibt es unter den Schotterruinen gar kein Verlies. Vielleicht solltest du uns besser mehr über dieses Labyrinth erzählen. Fürwahr, das Labyrinth sollte kein Teil dieser Welt mehr sein. Denn seine Majestät hat es einst versiegelt und verbannt. Doch nun hat eine Kreatur, die sich der Geisterkönig nennt, das Siegel gebrochen. Durch finsteres Hexenwerk hat er ein Tor geöffnet und besessene Ungeheuer im Labyrinth entfesselt. Das Labyrinth ist ein Nest zahlreicher besessener Kreaturen geworden. Und nun, da der Eingang geöffnet ward, ist die Ebene von Melzani in höchster Gefahr. Genau wie einst, als sich hier unser Königreich in Nimmerland erstreckte. Und das kann nur bedeuten, dass seine Majestät, der in den Tiefen des Labyrinths den Verbannungszauber aufrechterhält, etwas zugestoßen sein muss. Verstehe, du hast also von Pierre Besitz ergriffen, um die Tiefen des Labyrinths erreichen zu können. Aber warum bist du denn überhaupt nach Minneapolis gekommen? Es war ein harter Kampf, die Herrschaft über diesen Körper zu gewinnen. Bis es soweit war, stand ich schon vor diesem Palast. Nun aber muss ich seine Majestät sogleich zur Seite eilen und so das Glück es will, den Geisterkönig bezwingen. Oi. Nix da, Pierre gehört uns, kapiert? Benutzt gefälligst deinen eigenen Körper. Von dem ist leider wenig verblieben und in meiner geisterhaften Gestalt konnte ich noch nicht einmal mit euch sprechen, geschweige denn kämpfen. Excuse me. Wenn das stimmt, was du uns erzählst, dann ist Minneapolis in großen Schwierigkeiten, richtig? Wenn ich verspreche, dass ich an deiner Stelle den Geisterkönig besiege, gibst du uns dann Pierre zurück? Weshalb würdet ihr euch solch eine schwere Hürde auf euch nehmen? Ihr, der ihr nicht einmal vom Blute Nimmerlands seid. Mm. Ganz einfach, weil ich der König dieses Landes von Minneapolis bin. Ah, ich sehe das Feuer in eurem Blick. Ihr habt etwas von seiner Majestät Rami an euch. Gut, ich ersuche euch. Besiegt den Geisterkönig und rettet seine Majestät an meiner Stadt. Ich fühle mich plötzlich so leicht. Ein Glück, er ist wieder zu sich gekommen. Hä, was meinst du damit? Was er meint ist, dass du uns mal wieder ordentlich was eingebrockt hast, Pierre. Sorry, Boss, die haben mich erpresst. Ich war übernächtig. Carlos schuld. Worum geht's überhaupt? Ich kenne, dass sich da tausend Ausreden zu einfach gleich zu Rate zieht und einfach raushaut, ey. Sieh's doch mal so, Zoran. Wenn Pierre nicht besessen geworden wäre, hätten wir das alles wahrscheinlich viel zu spät herausgefunden. Das stimmt. Besessen? Hä? Alright. Ein Labyrinth voller besessener Monster. Wir müssen diesen Geisterkönig unbedingt aufhalten. Belohnung. Was? Was? Empfohlenes Level 120. Was?
Okay. Curse you. Ehrlich jetzt, wovon redet ihr da überhaupt? Das Labyrinth des Geisterkönigs. Das werden wir jetzt aber noch nicht machen können. Level 120? Uff. Nanu, was macht ihr denn alle hier? Hey there. Carlo hat mir alles erzählt. Tut mir ehrlich leid, was unser Pia sich wieder benommen hat. Ha, als ob du seine Mutti wärst. Was? Moment, so war das nicht gemeint. Und jetzt haben wir alle beschlossen, dir zu helfen. What? Helfen? Bei was? Den Geisterkönig zu bekämpfen? Das geht nicht, das wäre doch viel zu gefährlich für euch. No, no. Der Geisterkönig ist natürlich eine Nummer zu groß für uns. Das heißt ja nicht, dass wir da nicht anders helfen können. Und außerdem geht uns das doch alles was an. Schließlich haben es die Viecher auf unserem Minapolis abgesehen, oder nicht? Yes. Genau, das ist eine nationale Krise. Da wollen wir unserem König doch alle zur Seite stehen. Oh. Gut, einverstanden. Dann nehme ich eure Hilfe gerne an. I'll be counting on you. Um die gefährlichen Monster kümmern wir uns. Und ihr helft uns, so gut es geht, aber ohne es zu übertreiben. Talentereignisse. Einige der Bürger von Mars haben sich in das Labyrinth gewagt. Even dort so gut es geht zu unterstützen. Sprich sie mal an, mal sehen, was passiert. Okay. Crazy. Das kriegen wir jetzt erstmal noch nicht hin. Das ist ja Level 120. Das ist ja elendig weit noch. Gut, aber wir müssen jetzt erstmal hier unser Königreich weiter ausbauen hier. So, Talente. Da habe ich den Boris, der ist für die Felder. Dann würde ich sagen, wir bauen jetzt erstmal hier einen Bereich für die Felder. Kaserne. Hier waren Felder, ne? Das Hobbyfeld. Ach, ich habe kein Geld. Oh nein. Jetzt haben wir wieder einiges. Das Materiallager nehme ich jetzt auch mal mit. Was ist das hier? Ach, das kann ich ja auch einfach so verkaufen hier. 20 von 20? Lernen. Okay, dann habe ich das jetzt alles mitgenommen. Okay. Das Hobbyfeld. So, echt eher ein Hobbyfeld, wenn man sich das so anguckt, ne? So, der Boris, der kommt da erstmal rein. Dann haben wir hier noch mittlerweile noch ein paar mehr Talente. Magielabor. Da kommt dann hier die Dalmatina hinein. Das ist ja hier vorne. Forschung. Erforschung von Brücke. Das nehmen wir dann eben. Dann haben wir hier noch den Typ mit den Waffen. Jungen Mann hier. Genau, Boxer. Der kommt hier rein. Haben wir jetzt noch ein paar mehr Talente oder habe ich jetzt alle zugeführt hier? Mizerike, die passt ganz gut auf den Bazar. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich verglück mich jedes Mal hier. Dosenfischmark. Hier ist der gemütliche Bazar. Cool. Zerike. Ja, cool, guck mal, dann haben wir ja hier schon richtig viel ausgebaut, würde ich behaupten, ne? Die hier ist fertig. Da haben wir was mit den Gnuffis erforscht. Erforschen. Gnuffikunde. Was ist das hier alles über Gnuffis? Teil 2. Die Gnuffis lernen dir zu vertrauen. Okay, mache ich jetzt einfach mal. Achso, wir haben nicht genug Punkte dafür.
Dann machen wir halt erstmal das hier, die effiziente Knuffi-Küche. Muss ich hier noch irgendwas machen? Hier können wir nichts machen. Kann ich auch nichts erforschen. Hier wahrscheinlich auch nicht. Das sind ja auch eher so Materialsachen. Pfadfinder erforschen. Obelisken-Navi. Schade. Midi-Lager geht auch nicht. Geht alles nicht. Ist ja doof. Bergarbeiter. Dann könnten wir hier vielleicht noch ein bisschen was erforschen. Kampfwaffen zum Beispiel. Qualitätswaffen. Ach, da steht's. Jetzt kapier's, glaube ich, ne? Ich brauche hier mindestens einen Wert von 170. Also Expertise oder hier für mindestens 100 und so. 420, ansonsten kann ich halt noch nichts erforschen. Das ist aber auch gemein. Jetzt habe ich hier Brücke erforscht. Thank you. Ach, guck mal, da kommt noch eine kurze Zwischensequenz. Vielen Dank, jetzt kann ich mit Brücke überall auf der Welt Wege entstehen lassen. Ah, du hast ja keine Ahnung, diesen Zauber kann man nicht einfach überall einsetzen. Er macht nur versteckte Säge sichtbar, also nutz ihn, wo du welche vermutest. Wenn du einen Ort findest, der verdächtig danach aussieht, also es könnte da ein Weg hingehören, untersuch diesen Ort einmal genauer. Verstehe, so funktioniert das also. Aber sag mal, ihr habt doch gerade mit einem Auftrag von Irma zu tun, richtig? Wenn ihr mich fragt, solltet ihr euch da lieber nicht so viel Zeit lassen. Gosh. Warum? Stimmt, wir müssen noch diese Kaminrose auftreiben, genau. Danke für die Hilfe dahin, Martina. Ah, hier kann ich nochmal mit der quatschen. Okay. Zurück in den Regierungsmodus, bitte. Wenn ich es mag, da kann ich jetzt noch nicht viel mehr machen, ne? Genau. Dosenfischmarkt. Der Bazar, was war das hier? Das war nochmal... Ach genau, das war ja die Küche. War das mit dem Holz? Wie kann ich das hier aufbessern? Was kostet das? Schloss erweitern. ...3000 brauchen wir dafür. Das können wir doch jetzt machen. Hey. Jetzt haben wir doch über 3000 oder etwa nicht. Ach, da unten sind noch mal die Sachen. Verteidigung, sonstiges, mindestens 25 Talente angeworben. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, dann müssen wir halt noch ein bisschen uns hier... ...zu mehr Zeit noch nehmen für. Ah, die kann ich hier nochmal beschleunigen. Interessant. Forschen. Magieleitfaden. Kann ich mir das jetzt hier so beibringen? Ah ja. Habe ich hier sonst noch was zum Forschen? Geht's gerade nicht so richtig, ne? Hier wäre halt auch noch die Kaserne. Da haben wir aber noch niemanden für. Ach nee, das konnte ich ja noch nicht. Stimmt. Können wir sonst noch irgendwas Sinnvolles hier erweitern? Vielleicht Pennys Markt? Ah, der kostet über 4000. Küche? Können wir die hier noch erweitern? Nee, die kostet sogar 10.000. Boah, ist das teuer. Das können wir machen. Wir können den Bazar noch verbessern hier. Rang 2.
Gut. Dann würde ich hier einmal kurz hinlaufen wollen zum Koch hier auch unter anderem. Thanks a lot. Are you ready to order? Was können wir denn hier noch machen? Ah, leider nicht viel, ne? Take your time. See ya. Wir brauchen also unbedingt Rezepte, da haben wir leider noch keine. Oh. Ach, die hat uns einfach eine Schnur geschenkt, okay. Yes. Ah, okay, da können wir uns jetzt also nichts direkt kaufen, sondern wir können von denen einfach nur so Zeug einsammeln. Oh, yeah. Voll so richtig, dass sie jetzt ihren eigenen Laden hat. Come to do some shopping, eh? Was hat sie denn hier jetzt mittlerweile? Sie hat jetzt auch einen Wecker, Weizen, Erbsen, Holzzwiebeln. Oh, was? Verteilt beim Schneiden eine Art Tränengas. Da bleibt kein Auge trocken. Das klingt ziemlich übel. Fallmöhren, Kaktusorange. Fleisch, was ist das denn hier? Zitterbraxe. Ja, etwas schlammig schmeckender Fisch. Uah. Uah, git. Naturbelassenes Tuch, Leinstoff. Zwirn hat die hier nicht zufällig, ne? Ja, leider nicht in grün. Schade. Grünwurz. Eisenerz. Was mache ich denn damit nachher alles auch? Kraut, Aroma, Engelsträne. Bäcker, Weizen. What else can I do for you? I'll be seeing you again then. Okay. Was kann ich hier machen? Kann ich Magie verbessern? Blitzlicht. Ach, guck mal, da kann ich das hier Oh, das ist ja cool. Dafür brauche ich eine prächtige Koralle. Dafür brauche ich Rotwurz, das könnte ich machen. Da könnte ich Blitzlicht verbessern. Mache ich, glaube ich, einfach mal. Ja, cool. Da kann ich nichts verbessern, hier auch nicht. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Hat er hier noch was? Okay, da freut sich, dass wir ihn hier gerade eingestellt haben und tatsächlich schenkt er uns hier dann noch ein Schwert. Okay, da kann ich Waffen und andere Ausrüstung herstellen und verbessern. Die Waffe noch verändern? Okay. Waffen verbessern. Ich hier zum Beispiel das wässrige Chromschwert. Das kann ich dann... Da kann ich hier Magieschaden oder normalen Schaden besser machen. Verbessern. Ah, jetzt. Da hatte ich recht. 1 von 5 haben wir jetzt. Das ist ein bisschen stärker. Okay, und dafür brauchen wir auch diese ganzen Eisenerze, Azurit etc. pp. Oha. Und Waffen schmieden kann ich auch. Wo ist hier noch Tante Marte? Eine Grünwurz haben wir erhalten. Hier ist noch die Gnuffi-Küche. Hier ist auch dann die Gnuffis entstehen. Okay. Hier müssen wir dann einfach die Materialien in den mysteriösen Topf werfen.
Aber ich kann hier das... kann hier deren Level verbessern. Zwanat in Obst, in Watte, Delikatessen, Milchprodukte, Felle, Pilze. Ja, das hier mit den Pilzen sieht man ja schon bei dem hier. Okay. Wirbelapfel. Ich gebe ihm mal einen. Ach so, dadurch kriegt er dann hier... ah, okay. Hier 12 Stück, dann wird er den nächsten Level erreichen. Okay, das mache ich jetzt aber nochmal nicht. Ich habe noch gar nicht genug Sachen dafür, finde ich. Und hier gibt es auch noch ganz viele zu kaufen, ne? Oder herzustellen in dem Sinne. Santa Gruft der Frohe, Krankenheister Heizer, die Softie der Federleichte, Zweigli der Stämmige, Blendy der Geschickte, Lieblich der Niedliche. Oh Gott, wie süß. Ah, die können wir noch nicht herstellen. Okay, Nachti der Verspielte. Das ist ja witzig. Kostet aber recht viel Geld auch, ne? 1000 Gold. Und halt auch noch recht viel Materialien. Wir können ja gerade eh nicht noch mehr mitnehmen. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Okay, dann haben wir also heute unser Reich deutlich größer ausgebaut. Wir haben jetzt mittlerweile auch ein Feld. Wir haben dort Steinbruch. Wir haben dort eine Holzfällerei. Wir haben alles Mögliche. Und ich denke, damit haben wir dann heute einiges geschafft. Auch wenn mir leider zwischendurch die Aufnahme kurz ein bisschen zusammengebrochen ist, abgestürzt ist. Ich werde nachher schauen, dass ich das irgendwie zusammen geschnitten kriege. Ich bin da nicht so begabt mit. Gebe es ganz offen zu. Aber trotzdem war es sehr schön heute. Muss sagen, das Spiel ist echt cool. Gefällt mir sehr bisher auch diese ganzen Möglichkeiten, jetzt auch das eigene Königreich zu bauen. Und die ganzen das Kampfsystem ist cool, diese ganzen Optionen, dass man die Sachen verbessern kann. Dass man diese Gnuffis auch überhaupt herstellen kann und auch noch verbessern kann. Also es ist schon recht komplex, aber immer noch übersichtlich. Nicht zu viel, nicht überladen. Und auch hier dieses Königreich zu bauen, das finde ich echt cool gemacht, ne? Gut, dann würde ich sagen, wir haben es für heute. Vielen Dank, dass ihr da wart. Bis morgen, dann gibt es die nächste Folge. Ciao, ciao.